Dies Buch, 1886, ist in allem Wesentlichen eine Kritik der Modernität. Die modernen Wissenschaften, die modernen Künste, selbst die moderne Politik nicht ausgeschlossen, nebst Fingerzeigen zu einem Gegensatztypus, der so wenig modern als möglich ist, einem vornehmen, einem ja-sagenden Typus. Im letzteren Sinne ist das Buch eine Schule des Gentilhomme, der Begriff geistiger und radikaler genommen, als er je genommen worden ist. Man muss Mut im Leibe haben, ihn auch nur auszuhalten. Man muss das Fürchten nicht gelernt haben. Alle die Dinge, worauf das Zeitalter stolz ist, werden als Widerspruch zu diesem Typus empfunden, als schlechte Manieren beinahe, die berühmte Objektivität zum Beispiel, das Mitgefühl mit allem Leidenden, der historische Sinn mit seiner Unterwürfigkeit vor fremdem Geschmack, mit seinem auf dem Bauch liegen vor Petit Fait, die Wissenschaftlichkeit. Erwägt man, dass das Buch nach dem Zarathustra folgt, so errät man vielleicht auch das diätetische Regime, dem es eine Entstehung verdankt. Das Auge, verwöhnt durch eine ungeheure Nötigung, fern zu sehen, Zarathustra ist weitsichtiger noch als der Zar, wird hier gezwungen, das Nächste, die Zeit, das um uns scharf zu fassen. Man wird in allen Stücken, vor allem auch in der Form, eine gleiche, willkürliche Abkehr von den Instinkten finden, aus denen ein Zarathustra möglich wurde. Das Raffinement in Form, in Absicht, in der Kunst des Schweigens ist im Vordergrunde. Die Psychologie wird mit eingeständlicher Härte und Grausamkeit gehandhabt. Das Buch entbehrt jedes gutmütigen Worts. Alles das erholt. Wer errät zuletzt, welche Art Erholung eine solche Verschwendung von Güte, wie der Zarathustra ist, nötig macht? Theologisch geredet, man höre zu, denn ich rede selten als Theologe, war es Gott selber, der sich als Schlange am Ende seines Tagewerks unter den Baum der Erkenntnis legte. Er erholte sich so davon, Gott zu sein. Er hatte alles zu schön gemacht. Der Teufel ist bloß der Müßiggang Gottes an jedem siebenten Tage. Thank you.